Das letzte Jahr war überaus turbulent. Für die ganze Welt und natürlich auch für die Energiewirtschaft. Flexibilität und Schnelligkeit waren gefordert, um sich auf die teilweise unvorhersehbaren Änderungen einzustellen. Hier hat sich wieder einmal die Stärke der ASEF gezeigt. Alle unsere angeschlossenen Mitglieder konnten von den gesammelten Erkenntnissen aus dem Netzwerk profitieren. Inzwischen sind wir auf fast 350 Mitglieder angewachsen. In unserem Jahresbericht haben wir die zentralen Themen der ASEF der letzten 12 Monate zusammengefasst und stellen außerdem einige spannende Kennzahlen aus unseren Arbeitsbereichen vor. Werfen Sie gerne einen Blick in unseren ASEF-Jahresbericht 2022-23 und erfahren Sie mehr von den Highlights aus Vertrieb, EDL, Klimaschutz, Ökoenergien, Forschung, Marketing und Veranstaltungen. Viel Spaß dabei!